Amsterdam'da bugün pazar kuruluyor. Heute ist Markt in Amsterdam. Heute ist Markt in Amsterdam. Pazara peynir almaya geldim. Ich bin auf den Markt gekommen, um Käse zu kaufen. Ich bin auf den Markt gekommen, um Käse zu kaufen. Bir paket peynirin fiyatı 9,5 euro. Der Preis von einer Packung Käse beträgt 9,50 Euro. Der Preis von einer Packung Käse beträgt 9,50 Euro. Pazarın kurulduğu meydanda kafeler de var. Es gibt auch Cafés auf dem Marktplatz. Es gibt auch Cafés auf dem Marktplatz. Alışverişten sonra oturup kahvemizi içelim. Lass uns nach dem Einkaufen hinsetzen und einen Kaffee trinken. Lass uns nach dem Einkaufen hinsetzen und einen Kaffee trinken. Köşedeki dükkanda peynir satılıyor. In dem Geschäft an der Ecke wird Käse verkauft. In dem Geschäft an der Ecke wird Käse verkauft. Annemle babam hep o dükkandan alışveriş yapar. Meine Mutter und mein Vater kaufen immer in diesem Laden ein. Meine Mutter und mein Vater kaufen immer in diesem Laden ein. Fırından ekmek almayı unutmamalıyım. Ich darf nicht vergessen, von der Bäckerei Brot zu kaufen. Ich darf nicht vergessen, von der Bäckerei Brot zu kaufen. Keşke pazara bisikletimle gelseydim. Wäre ich doch mit meinem Fahrrad zum Markt gekommen. Wäre ich doch mit meinem Fahrrad zum Markt gekommen. Taşıdığım alışveriş çantaları ağır oldu. Die Einkaufstaschen, die ich trage, sind schwer geworden. Die Einkaufstaschen, die ich trage, sind schwer geworden. Burada oturup manzaranın keyfini çıkaracağım. Ich werde hier sitzen und die Aussicht genießen. Ich werde hier sitzen und die Aussicht genießen. Evime ya trenle ya da tekneyle döneceğim. Ich werde entweder mit dem Zug oder mit dem Boot nach Hause zurückkehren. Ich werde entweder mit dem Zug oder mit dem Boot nach Hause zurückkehren. Thank you.
Metro ile gitmeye karar verdim. Ich habe mich entschieden, mit der U-Bahn nach Hause zu fahren. Ich habe mich entschieden, mit der U-Bahn nach Hause zu fahren. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.